Hallo in die Runde, willkommen zum blutigen Kampfturnier. 5 Sterne ohne Rot, erste Woche. Ohne Rot, deswegen steht Kadielen in der Mitte, in der Hoffnung, dass sie direkt auch ein paar Leute ins Ausweichen schickt. Und wir dadurch Schaden einsparen kann. Zusätzlich Druide, zweiten Druiden direkt daneben. Hoher Schaden, zusätzlich Wasserschaden auf 3 Ziele. Das ist okay. Das Passiv bringt nicht viel, aber er ist auch Druide. Und dann haben wir natürlich hier noch den Taunter plus ein paar kleine Popel-Minions. Dann haben wir ganz links Gift über Zeit, Paladin-Buff. Und dann haben wir rechts den Krokofanten, der am Ende hoffentlich nochmal alles platt macht. Plus, wenn er gekillt wird, dann hoffentlich nochmal Schaden über Zeit draufsetzt. Schaden über Zeit und minus Genauigkeit draufsetzt. Verteidigung, letzten 25, heißt, wir sind noch nicht angegriffen. Moment mal, 7 Stunden? Das ist ja mal kurz nach Anfang. Das ist cool. 71. Keine guten Truppen. Muss man ganz klar sagen, das sind keine guten Truppen. Aber immerhin alle Helden gebreakt. 3x20, einmal 19. Gehen wir rein. Wow. Blutiges Turnier, möchte ich nochmal sagen. Blutiges Turnier und wir haben den Heiler direkt am Anfang. Blutiges Turnier. Da stellen wir auf jeden Fall die beiden rein. Das ist schon mal ganz klar gesagt. Dann möchte ich eigentlich Minions stellen. Vielleicht bin ich da noch nicht ganz sicher. Wir könnten natürlich auch Krampus stellen. Aber nee, das machen wir nicht. Also, wir brauchen Minions. Was haben wir denn da beim Gegner? Wir haben Schaden auf alles, wir haben Buffs bei ihm. Buffs wollen wir so gar nicht. Das wäre 3-1, da haben wir ein bisschen was Anti-Minion-mäßiges. Buff-Entfernung, Spott. Und Freya für ein paar Minions haben allerdings insgesamt wenig Power. Ich probiere es. 2-2-1 ist nicht das, was ich favorisiere eigentlich. Aber probieren wir es mal. Das Schöne ist, dass ich viele Matches machen kann, die dann direkt reingehen. Hier ist es vollkommen egal. Ja, löst doch aus, Mensch. Das macht mir jetzt nicht sonderlich viel Angst. So, was ist gefährlicher? Und das ist jetzt die witzige Entscheidung. Ich entscheide mich, das Ganze so zu machen. Und dann jage ich ein bisschen das Board hoch. Guck mal, was da überbleibt. Nicht viel. Wir gehen auf Minions. Wir kassieren einmal den Schaden. Das machen wir gar nicht. Du gehst raus. Dich wollen wir nicht. Und dann geht alles down, bevor wir hier irgendwas machen können. Oh, wow, er ist beidem ausgewichen. Aber da haben wir noch ein paar Steine und spätestens die Minions hätten ihn gekillt. Okay, wir haben Schaden über Zeit wird reflektiert. Wir haben Ausweichen. Gelb finde ich ziemlich sexy. Ich würde auf Gelb und Lila noch zusätzlich gehen. Das Problem ist Gelb, Gelb.
So machen wir das. Wie ziehen wir das? Wir machen das so. Der bringt mir nichts, der Diamant. Deswegen spielen wir hier erst die 4 rein. Ja, es wird immer mehr. Okay. Dann ist mir das egal. Da brauche ich die Matches. Das Blöde ist, er verteilt es. Haben wir das Gift da rein? Das soll da erstmal wirken. Minions und den Verteidigungsbuff. Okay. Da haben wir hier einmal die Entfernung, hoffentlich. Ah, ist natürlich ausgewichen, super. Dann gehen wir. Spielen wir so. Minions. Du greifst eh an. Hier machen wir aber mehr Schaden. Soll egal sein. Hier können wir reinspielen. Die lösen alle aus. Das erledigen die Minions. Wobei nein, rechts erledigen nicht die Minions. Deswegen haben wir rechts das Gift drauf gespielt. Das reicht natürlich nicht mit dem starken Minion. Da müssen wir ein bisschen noch hin und her ziehen. Und dann reicht das schon. Das war's für Jack. Ui. Da bleiben wir so. Wow, das ist uncool. Da mache ich den Diamant, das Gelb ein bisschen zusammenrückt. Okay, wir können rechts das gelbe Match machen. Ich habe jetzt schon links angefangen, also beende ich das auch und Pille muss ich schlucken. Damit können wir Ghosten und Minions ziehen. Ja, einmal schön. Gut, ihr bekommt alle Boni. Überlebt er? So, solange der Spott läuft, finde ich es eigentlich gut, wenn sie auslöst. Sehr gut. Die haben alle Buffs, spätestens wenn Kara ausläuft und er dran ist, killt er sich.
Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Da hauen wir direkt drauf. Anderson Antonetti ist hiermit besiegt. Okay, langsam und Spott auf der rechten Seite. Interessant. Gelb spielen wir weg, das ist eigentlich nicht das Problem. Die Lebenspunktereduzierung ist ein Problem. Ist ein bisschen wenig Schaden. Aber vielleicht haben wir ein gutes Board. Sieht erstmal nicht so aus. Die rechte Seite möchte ich eigentlich nicht damit anfangen. Also nicht anfangen damit zu spielen. So sollte es eigentlich richtig sein. Das heißt, Evelyn wird ein bisschen angespielt. Wir müssen leider in den Tank reinspielen. Muss gelb wegspielen, das wird sonst richtig wehtun. Hier ziehen wir gleich noch ein bisschen. Was? Das hat sie überlebt? 8 Lebenspunkte. Boah, das ist ätzend. Das nervt so ein bisschen richtig. Oh, das würde richtig wehtun. Links, links irgendwo. Sehr gut. Okay. Gegenschlag. Wenn gleich nämlich alles vorbei ist, müsste er ja den Schaden die ganze Zeit kriegen, weil die Minions ja Schaden machen. Wir holen uns neue Minions. Wir spielen Gift. Wir ziehen gelb nach oben, damit wir gleich einmal gelb ghosten können. Wir ziehen lila nach oben. Das war eigentlich dumm, fällt mir gerade auf. Hätte ich Karan nicht gezündet, hätte sich Senan direkt gleich gekillt. Gut, so killt er sich anhand der Minions. Damit kann ich auch leben. Ja, dank zwei Grüner können wir das vergessen. Gift und Minusgenauigkeit, das ist blöd. Ist nicht schlimm, wenn man das Spiel verliert, aber ist die Frage, wie gewinne ich es? Die Minions sind ein guter Ansatz. Ich könnte noch mehr Minions reinnehmen, indem ich Kara rausnehme. Wobei ich eigentlich nicht will, dass Kara rausgeht, aber ich glaube, es ist besser, mit Anastasia zu spielen. Die Begründung ist einerseits in dem Passiv. Und auf der anderen Seite, die Minions sind besser als Verteidigungsbuffs. Und ich hoffe, dass die meisten sich an Sif killen, wenn Sif da ist. Wenn Sif online ist, hoffe ich, dass sie sich alle an ihr killen.
Okay, kriegen wir dahin gespielt? Auf drei Ziele, okay. Genauigkeit ist uns ein bisschen egal, zumindest aktuell noch. Wie kriegen wir das reicht nicht, wir brauchen, wobei mit wenn wir da lila hinspielen, kriegen wir es zusammen, wenn wir drüben jetzt hier noch. Wow, bitter. Nächste Runde. Der ist 1, das reicht, dass er nicht zweimal auslöst. Gut, damit können wir leben. Aber wir haben leider nichts, was nachkommt. Nächste Runde können wir reinspielen. Aktuell lohnt das noch nicht. Das war's für drei Helden. Leider, muss man sagen. Nein, das war's für alle. Ich glaube nicht, dass das hier noch reicht. Dementsprechend 4-1 am ersten Tag und eine A-Verteidigung klingt gut. Ich kann damit leben, dass ich am ersten Tag verloren habe, ein Spiel. In diesem Sinne, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.